Yo, wunderschönen guten Tag, meine Schuldig Fritzack. Ron ist hier am Start. Wir sind wieder zurück auf Keydrop, werden noch ein paar Halloween-Cases aufmachen. Ich habe gerade eben, habt ihr vielleicht gemerkt, hier in der Halloween-Zeit, das letzte Video war, also das, was ich direkt gerade eben aufgenommen habe, absolut gehypt immer noch, $800-Item gezogen, gepullt. Ich wollte hier jetzt auch direkt in die Upgrades, ich wollte euch direkt zeigen, wie viel Plus-Minus ich gemacht habe. Diese Serie lief um einiges besser als die letzten 12 Videos. Die letzten 12 Videos war Minus. Was waren die Minus? $400 würde ich sagen, von 2400 Balance auf 2000. Würde ich jetzt so roundabout schätzen bei den letzten 12 Videos. Wenn es einer von euch genau verfolgt, kann gerne in die Kommentare schreiben. Gambling ist natürlich ab 18, nur mit Kohle, die ich übrig habe. Promocode ist Brony. Und so ein Special Code für extra Gold ist hier unten auch wieder eingeblendet und findet ihr auch unter dem Video. Ja, wir werden heute so ein paar Halloween Cases aufmachen und danach gibt es auch den Surprise. Aber wir machen auch noch ein paar fette Upgrades nachher. Ich will einfach, jetzt läuft es gerade, jetzt bin ich gerade gehypt, jetzt fühle ich, dass auch was Großes und was Schönes bei rauskommen kann. Deswegen hier direkt im Anschluss das Video aufgenommen. Ich meine, gerade eben $800-Item gezogen und danach noch ein Trade-Up geschaffen, 20%. Auf die $120 Bluffs. Ist natürlich geil. Oh, Neonoid. Soll ich auch nicht das, oder? Ah, doch. Nicht mal Blut. Wir sammeln hier auch noch ein paar Bonbons und können die nochmal aufmachen. Ja, bitte mal lauter. Ich belief da jetzt halt meistens drin. Seitdem ich aus ein einziges Mal das Hop-Item gezogen habe, mit einer 0,000000. Oh. Das sind lecker viele Bonbons. War Minus gemacht, aber aus dem Bonbons habe ich auch schon mal ein $10 Skin rausgezogen, ne? Kann man nichts sagen. Da kann man einfach nichts sagen. So, jetzt haben wir keine Balance mehr, aber für eins reicht noch. Eine Kiste können wir damit auf jeden Fall noch aufzimmern. So, und wir machen jetzt auch ein paar solche Bonbon-Dinger auf. Wir machen hier direkt weiter, das lief nämlich super hier bei dem. Oh! Oh, es sind richtig viele Pink-Skins. Läuft besser als bei Gelben und das hier mit so einem Gratis-Ding. Wenn man überlegt, dass man eigentlich so einen Schlüssel und so eine Kiste aufmachen muss für 5 Euro und das selten Klassen-Skin zieht. Okay, ich habe keine Candies mehr. So, jetzt machen wir hier Upgrader. Balance seht ihr jetzt noch nicht, aber gleich die ganzen Müll-Skins hier mal wegmachen. Mal 10, zack, Attacke. Ja, macht nichts, wenn es nichts geworden ist. Die $2 kann ich drauf verzichten. So, no abgehoben natürlich. $2 sind $2. Aber so, das ist das Maximum, was wir reinpacken. $37. Okay, ich habe mal 10 gehabt. So, wir machen nämlich auf jeden Fall noch ein paar leckere Upgrades. So, wir machen hier 50% Upgrade, $37. Ein Haufen Kackskins. Oh, das sieht sogar. Oh, aua. Okay, so, bevor wir die Balance weiter beeinflussen. Wir haben hier eine Balance von 2961 $. Absolut krass. Das ist auf jeden Fall auch der Wert, den wir noch nicht nehmen werden. Habt ihr gedacht, die kleinen Schlingel? Gibt ja noch ein $100 Item, was verlost wird. Also um die $100. Habe ich hier ein $100 Item? Ja, ich hätte die hier. Soll ich die da direkt rausnehmen? Aber Knife ist irgendwie cooler so, ne? Dann probiere ich euch ein $100 Knife zu upgraden. Das werden wir nämlich noch machen. Und da kann die Balance sich nämlich ganz schön verändern. Allgemein werden wir ein paar knackige, saftige Upgrades noch machen. $1,500 Knife. Was wäre denn ein geiles Pride Water? Für $100 gibt es halt nicht so geile Knives, ne? Stiletto Knife, Rust Code. Skelette, das ist so hässlich. Das wird absolut das hässlichste Knife, was ich je gesehen habe. Hoffentlich gewinnen wir es. Oh nein, nein. Alter, $65 einfach weg. Das kann nicht sein, ich will jetzt das Knife haben. Bitte, ey. Mach jetzt kein 31er. Das ist das hässlichste Knife, was ich je gesehen habe. Das will ich definitiv verlosen. Ey, nein. Das kann nicht sein. Hallo. Wir haben doch jetzt beim letzten Upgrade so ein Glück gehabt. Oh Mann. Komm, ich will das hässlichste Knife ever verlosen. Bitte, ich brauche das jetzt. Komm, das sieht doch gar nicht. Ey, das kann nicht wahr sein. Freunde, so krass wie es beim letzten Video lief, so beschissen läuft es jetzt, oder was? Das kann doch nicht sein. Wie viel Minus machen wir jetzt hier, bis wir das kriegen? Ey, Alter. Alter, aua. Aua. Ich will nicht mehr. Ey, das ist aber. Ich will das Knife jetzt verlosen. Bitte, bitte, bitte. Wow, finally, Alter. Finally. Wie viel Minus haben wir jetzt gemacht? 100er einfach Minus gemacht. Aber das Knife
haben wir. Das wird auf jeden Fall auch verlost. Oh, kommt der hier im Anschluss? Wird der Onze wieder auslosen? Wird der Onze gucken, wer unter dem ersten Video bei 2.800 Dollar war? Ne? Also es wird wieder ganz normal ausgelost über diese Random-Seite, so wie es der Onze immer macht. Und wenn die Person zwischen 2.715 und 2.915 und 54 Cent gelegen ist, also Differenz von plus minus 100 Dollar, dann gewinnt er das Messer. Nein, das kann doch nicht sein. Es gibt das Messer nicht und ich muss das hier exchangen. Ah, außerdem, das hat mich mal einer auf Twitter gefragt, dem sein Knife ist irgendwie nicht verfügbar und so weiter, dann kann man hier eigentlich auf Exchange drücken. So, drückt man jetzt hier Exchange und nimmt sich halt was anderes raus. So, jetzt haben wir hier sogar ein 108 Dollar Item. So, wo ist es jetzt hin? Warte, muss ich einmal F5 drücken? Wird das jetzt zugeschickt? Wo ist jetzt das Messer hin? So kann man auf jeden Fall exchangen. Aha, wenn ich das Exchange habe, ist das direkt zugeschickt. Okay. Nice. Schade, es gibt doch nicht das hässlichste Knife ever. Es gibt ein Nawaii-Messer. Slaughter. Das gibt es auf jeden Fall für die Person. Wie gesagt, der Onze, der lost was aus. Ich bedanke fürs Zuschauen. Hoffe, dass wir noch weitere Videos machen können nächsten Monat. Auch hier unter dem Video gibt es wieder ein 20 Dollar Giveaway, wie immer. Haut rein und bis Spoilerman. Ciao. So, da sind wir hier. Kilo-Video von heute, vom 12.11. eigentlich. Hier steht, vor 11 Stunden hochgeladen. Weiß nicht, warum da 11.11. steht. Auf jeden Fall wird hier der Trade-Link kopiert. Das hier ist auch das letzte Video von dir, glaube ich. Müsst ihr hier flott kommentieren. 80 Unique Comments wird hier ausgelost. Und danach losen wir das 100 Dollar Giveaway aus. Gute Marco Demuro hat gewonnen. Gucken wir mal. Tracking funktioniert. Wird auch abgespeichert. Und dann kommen wir jetzt zum 100 Dollar Giveaway. Die Summe war ja 2815 Dollar und 54 Cent. Und hier ist jetzt das erste Video. Gucken wir mal. 99 Kommentare nur. Ich bin hier alle durchgegangen. So, erstmal sind hier etliche ohne Trade Link dabei. Die fallen komplett raus, weil hier seht ihr die 6 Voraussetzungen. Plus minus 100 an der Gewinnsumme dran. Und man darf maximal dreimal raten. Das habe ich mit dem Crony abgesprochen. Das heißt, wenn ihr euer Kommentar editiert habt, zählt es auf jeden Fall. Und es gibt nur eine Person, die gewonnen hat. Die in den Spielraum war und den Trade Link hatte. Gehe ich jetzt selber nochmal durch und gucke, ob ich jetzt so finde. Weil hier seht ihr selber so viele ohne Trade Link. 2815. Der hier ist es sogar, der gute Blockarbeiter. Der hat hier seine Tipps nach oben korrigiert. 815, 2900. Öffne ich hier mal den Trade Link und ich gehe natürlich hier alle durch, damit ich hier noch keinen Fehler mache. Gucke ich auch nochmal selber für mich. Der hier war knapp dran, 15 Dollar vorbei, sonst hätte er auch gewinnen können, theoretisch. Hier 2200, 2300. 600, das war auch recht nah dran. Hier alles unter 2000, 2000. Hier alles auch ohne Trade Link. Also, ich muss mal wirklich sagen, für 100 Dollar, wenn ich hier gucke, sind hier vielleicht 20, 25 Kommentare mit Trade Link. Einfach hat man, glaube ich, noch nie eine Chance auf 100 Dollar gehabt. 3000 war recht nah dran. Der Kollege hier hat auch, aber ein Tausender zu wenig. Und hier dann ohne Trade Link alles. Obwohl es oben drin steht. Ist natürlich bitter. Der Kollege auch. Bisschen wenig. Der hier ein Tausender zu wenig. Und ja, der Rest ohne Trade Link. Also Glückwunsch an dich. Hier, wo ist er? Hier an dem Blocker weiter. Mage wird auf jeden Fall abgespeichert, der Link. Du kriegst das nicht das hässlichste Messer, sondern das schöne Messer. Das war's von mir. Ich sag, haut rein.